Willkommen zurück zu Let's Play Struggle! Yay! Roxas mit seinem blauen Knüppel. Warum sind diese Dinger alle blau leuchtend mit einem goldenen Griff? Weiß ich. Sieht merkwürdig aus. Struggle. Na, reden wir mal mit dem. Ich hätte gern einen roten. Na. Hört euch zuerst an, was der Schiedsrichter zu den Regeln zu sagen hat. Okay. Dann lasse ich das Turnier beginnen. Wenn ihr an der Reihe seid, sprecht mich an. Aber mussten wir uns nicht schon qualifizieren, um hier hinzukommen? Wir kennen offensichtlich die Regeln. Nein, die haben wir ohne Regeln gemacht. Das waren Streetfights. Ja, und ohne Struggle-Knüppel. Ja. Ja gut, dann reden wir halt mit dem Kerl, aber von der Box runter. Ja. Alle Teilnehmer sollen sich unbedingt die Regeln anhören. Na, was ist mit deiner Frisur? Die ist irgendwie zu perfekt symmetrisch. Irgendwie ist sie komisch. Super Saiyajin. Ja. Regeln lauschen. Wir müssen ja, also ja. Hören wir uns wohl an. Leider müssen wir, obwohl wir sie ja offensichtlich schon kennen. Und weil ich mir sicher bin, dass das Spiel sie mir sicherlich nochmal in einem Tutorial-Bildschirm zeigen wird. Gibt's wirklich nur diese vier Kandidaten? Scheinbar. Ihr kennt die Regeln bereits, aber eine kleine Auffrischung kann nicht schaden. Doch, du stiehlst mir meine Zeit. Aber was ist mit der Tabelle da vorne? Die zeigt die doppelte Zahl an Kämpfern an. Vielleicht sind das frühere Runden, die wir nicht gesehen haben? Kann natürlich sein, dass die unteren Runden die Vorentscheidungen waren und es gab tatsächlich nur 8 Teilnehmer, jetzt sind es halt nur noch 4. Ja, wow. Ich meine, so einer kleinen Stadt. Es ist ganz einfach. Jeder von euch hat 100 Kugeln. Greift euren Gegner an, um ihm seine Kugeln wegzunehmen. Wo haben wir denn 100 Kugeln in unserem Körper gelagert? Vielleicht sind das unsichtbare Kugeln, die wir angeklebt haben und sobald sie nicht mehr an unserem Körper sind, werden sie sichtbar. Ja, das wird sein. Oder so. Mehr müsst ihr nicht machen. Okay, das ist simpel. Landet ihr einen Treffer, verliert euer Gegner Kugeln. Immer noch. Ja. Umgekehrt werdet ihr getroffen, verliert ihr eure eigenen Kugeln. Oh, das ist aber nicht fair. Also immer schön aufpassen. Es war eine unglaublich tolle Erklärung, wo du dreimal das gleiche jetzt gesagt hast. Sammelt fleißig Kugeln ein. Wenn das Match vorbei ist, dann sammelt noch mehr Kugeln. Und wenn die meisten Kugeln hat, der gewinnt. Jetzt hör endlich auf zu sagen, dass wir Kugeln sammeln sollen. Ja. Meine Fresse. Wenn ihr bereit seid, redet mit dem Turnierveranstalter. Er wartet im Ring. Oh Gott, war das ein... Naja, Tutorials. Das ist noch ein aggressiv. Aber bevor wir anfangen, soll ich vielleicht auch noch die Ability anlegen, die wir irgendwann mal gelernt haben. Ja, wir haben Reflektor gelernt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich blocken. Das ist unglaublich nützlich fürs Struggeln. Yeah. Wir können jetzt Angriffe blocken. Und da alle Struggler unglaublich schlechte Kämpfer sind, ist jeder Angriff unglaublich leicht vorauszusagen. Können wir, scheinbar müssen wir jetzt in der ersten Runde gegen Heiner antreten. Von da reden wir noch mal kurz mit ihm. Halte dich nicht zurück. Okay. Oh. Teilt den Heiner in die Hälfte. Der lässt gar keine Kugeln fallen, das ist unfair. Also dann, es kann losgehen. Ich hoffe, du hast eifrig mit jemandem geübt. Nö, aber geht schon. Bereit gegen Heiner anzutreten? Ich bin bereit. Es kann losgehen. Let's struggle. Ja, das erste Turniermatch. Ich finde schön, dass Heiner jetzt einmal komplett über die ganze Bühne rumgelaufen ist, um auf der anderen Seite zu stehen. Stimmt. Logik. Naja, Zwischensequenzen halt. Ja. Da werden Charaktere so platziert, wie sie sein sollen. Ja, Roxas fühlt sich immer noch nicht besonders. Die Zuschauer stehen auch plötzlich alle anders. Sorry about yesterday. Ich finde den in dem braunen Shirt super beim Anfeuern. Ja, ist eine schöne Pose. Ja. Sehr hübsch. Mr. Dogstreet macht auch eine gute Pose. Ja. Mit Armen in die Luft. Hey! Ja, und dieses Kind dahin, das die ganze Zeit springt. Punk, punk, punch, punch. Er klatscht immer noch enthusiastischer als Frau Merkel. Wahr. Komm, ist das so vor, da war Oleg gerade, als die... Heiner, was machst du mit deinen Armen? Als die Kamera rübergesprungen ist, stand Oleg neben ihm, aber so steht Oleg nicht neben ihm bei der Fernansicht. Oder kam mir das nur so vor? Keine Ahnung, Heiner hat auf jeden Fall eine sinnvollere Kampfpose als... Mein Gott, sammel die Kugeln ein! Jesus. Ist ja gut! Auf jeden Fall eine sinnvollere Kampfhaltung als Kollege Cypher, aber... Ist auch nicht schwer. Das macht jetzt immer noch nicht so viel sinnvoller. Und er hat scheinbar immer den Affenarm vor sich hängen. Ich weiß nicht, was er damit will. Unsere Schläge mit dem Arm blocken? Der hält das Ding so, als wollte er irgendwie ein Schild benutzen, aber hat kein Schild. Er kann natürlich seinen Arm als Schild benutzen, aber viel Spaß damit. Ja. Ich glaube, damit verliert er nicht weniger Kugeln, wenn er angegriffen wird. Übrigens sollte er mal lernen, das Schwert ordentlich zu halten, während er läuft. Wackel, 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 wackel. Ja. Zieht das Ding hinter sich her. Ja, wie man sieht, den Reflektor gegen seine Angriffe einzusetzen, ist wirklich nicht schwer. Ab und an weicht er sogar mal aus und wenn wir den Rand des Rings erreichen, dann ich werde nicht davonlaufen. Ja. Muss Roxas unbedingt sagen, nee, muss weitergehen. Ja. Das geht deutlich einfacher, diese
diese Duelle entscheidend zu gewinnen, wenn man auf Veteran spielt und Charmeur hat, weil man dann die Kugel natürlich an sich heranzieht. Ja, dadurch, dass wir die Kugel nicht an uns heranziehen, ist es fast unmöglich, einen 200 Kugeln-Sieg zu kriegen. Ja, es ist recht schwer. Wir können außerdem, wenn wir unsere HP verlieren, verlieren wir den Kampf und der Kampf ist zu Ende. Sollte man also nicht tun. Im Gegensatz zu unseren Gegnern, die dann einfach nur K.O. geschlagen werden. Ja, die einfach nur K.O. geschlagen werden und dann können wir sie für eine Weile verprügeln, um die Kugel aus ihnen rauszuschlagen. Aber danach haben sie dann wieder HP. Ja. Ich finde schön, wie jeder unsere persönlichen Beziehungen hier erwähnt und kennt. Ja, du, das ist ein Dorf von 250 Einwohnern. Wohl wahr, wohl wahr. Wenn es hochkommt. Vor allen Dingen, als das auf Roxas präpariert ist. Ja. Es ist die Roxas Show. Ja. The Roxas Show, featuring Roxas. Ja, alle konzentrieren sich auf Roxas Leben. Die ganze Welt schaut zu, wie Roxas sein erstes Struggle-Turnier gewinnt. Wie hat sich neben uns teleportiert? Und lacht. Unheimlich. Vivi? Ja, Vivi gegen den merkwürdigsten Charakter. Also, das kann Vivi eigentlich nur gewinnen. Vor allem mit der Kampfhaltung kann er Vivi nicht mal treffen. Stimmt, so niedrig kann er gar nicht schlagen. Nee. Ah ja. Übersetzung und Untertitel haben viel miteinander gemein gehabt. Ja, unglaublich. Wahrscheinlich hatten sie gemeint, dass sie von komplett anderen Sprachen übersetzt wurden. Ja. Oder die Amis mal wieder sonst was getan haben, als sie übersetzt haben. Die deutsche Übersetzung müsste eigentlich von der japanischen übersetzt sein. Ja, soweit ich weiß schon. Nicht von der Ami-Übersetzung. Oh. Ja, ansonsten müsste man sich ernsthaft fragen, was zum Teufel die Deutschen da übersetzt haben, wenn sie vom Englischen übersetzt hätten. Eine Kugel! Wow, er hat Vivi einmal getroffen und kriegt dafür eine Kugel. Ja. Ja. Vivi hat einmal getroffen und bekommt dafür 28 Kugeln, wenn ich ganz... Es hat ihn auf jeden Fall ausgenockt und damit scheint er das Match gewonnen zu haben. Yay! Vivi hat gewonnen! Aber die Kugeln liegen da noch. Er hat keine 200 Kugeln eingesammelt. Da liegen noch Kugeln und... Das ja, aber wenn die... Da vielleicht ist die Zeit ausgelaufen. Vielleicht waren das sehr schnelle 3 Minuten. Aber verdammt schnelle. Ja. Huh. Ja, genau. Das ist nicht Vivi. Ja, mach ihn fertig. Ja, schlechter Verlierer geht einfach. Ich geh einfach weg. Ich guck nicht mehr weiter zu. Ich mach auch gar nicht das Match für den 3., 4. Platz. Ja. Bronzemedaille. Bronzemedaille. Lächerlich. Ja, wirklich. Vivi steht da nur relativ aktivitätslos. Gibt es durchaus einige Turniere, die im Moment noch so Kampf um Platz 3 haben, wo ernsthaft überlegt wird, den Kampf um Platz 3 rauszunehmen. Dinge, auf jeden Fall freut sich Heiner scheinbar über den Default Platz 3. Ha! Bronzemedaille. Ja, es ist Joey-Platzierung. Ja. Lächerlich. Ja. Mein Gegner ist nicht im Ring, ich bin verwirrt. Unser Gegner sollte eigentlich Vivi sein. Es ist Zeit für das Finale. Es ist Zeit für ein Struggle. Ja, so in der Richtung. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich bin bereit, es kann losgehen. Na dann, auf in die Schlacht. Gucken wir doch mal, wie stark er wirklich ist. Ogo, ogo. Er scheint ja zumindest stark genug zu sein, um Cypher zu one-hitten, aber das kann ja nicht so kompliziert sein, oder? Ja. Will schon mal einen fairen Kampf sehen. Ach ja. Kniet sich extra runter, damit er Vivi die Waffe geben kann. Ich mag, wie Vivi geht. Ja. Ist herrlich, haben sie aus Final Fantasy 9 sehr schön übernommen. Dieses Gewackel von Vivi, während er läuft. Irgendwie will ich Vivi nicht verprügeln. Ich hätte in Final Fantasy 9 schön gefunden, wenn man Vivi permanent als ersten Charakter hätte auswählen können. Ja. Da gibt es dafür keine Möglichkeit. Wackel. Und man kann ihn zeitweise tatsächlich spielen. Als Hauptcharakter, als beweglichen Charakter, aber... Fertig? Struggle! Nicht lang genug, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall sehr beweglich und kann scheinbar seine Waffe vergrößern. Ich wollte gerade sagen, er kann vor allem seine Waffe vergrößern, das ist merkwürdig. Das scheint auch nicht so ganz mit den Turnierregeln okay zu sein, eigentlich. Für Vivi gibt es übrigens eine sehr simple Kampfstrategie. Man kann sich einfach auf die andere Seite des Rings stellen, sobald man in Kugeln vorne liegt und man hat gewonnen. Ja. Vivi kommt nicht, um einen anzugreifen. Vivi ist ein purer Kontermann. Vivi wird uns nichts tun. Allerdings ist es tatsächlich relativ gefährlich, auf Vivi einfach nur anzugreifen. Wenn man nichts anderes tut, als einfach nur anzugreifen, dann macht Vivi irgendwann deutlich stärkere Attacken und weicht aus und macht Konterattacken, die uns ziemlich viele Kugeln kosten. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man sich praktisch selber umbringen kann im Kampf gegen Vivi, indem man ihn einfach unnötigerweise angreift. Ja, und man kann auch, ich weiß nicht, warum man diesen Lauf mal Ring dramatisch so, nach unten. Warum man diesen Ring so groß gemacht hat, aber er ist tatsächlich groß genug, dass wir aus der kompletten
Anvisier-Reichweite rauskommen können. Ja, wir können jetzt praktisch die ganze Zeit so gegen den Ring halten. Ich werde nicht davonlaufen, sagt uns Roxas. Aber wir sagen doch, Roxas, du willst davonlaufen. Du bist ein Feigling. Ja, gut, wir haben auch genug Punkte Vorsprung gehabt. Deswegen, dieser Kampf gegen Vivi ist nicht so innovativ, wie er sein könnte. Ich finde schön, dass man gegen Vivi antreten darf in diesem Spiel, aber sie hätten Vivi ruhig Viviger machen können. Ja. Chaos Control, mal wieder. Ich finde Viviger ist übrigens ein sehr schönes Adjektiv. Ja, Viviger. Hm. Ja, es war nicht Vivi. Oh mein Gott, Cypher hatte recht. Es war nur ein Nachmacher, wer hätte es erwartet? Es ist in Wirklichkeit... Copycat! Einfach nur irgend so ein merkwürdiges Vieh, die wir schon tausendmal besiegt haben. Dafür war er aber verdammt gut. Wollte gerade sagen, der war in der Vivi-Form, aber... Again? Beweglicher, als er es in dieser Niemandes-Form da ist, die er jetzt gerade angenommen hat. Ja. Gut, die sind auch extrem beweglich. Ich würde sagen, beweglich, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort gewesen, aber er war effektiver in seiner Kampfstrategie. Ja. Er konnte auch ordentlich kontern und er konnte nicht durch Stellungsspiel verwirrt werden. Also, ich empfehle jedem Gegner dieses Spiels, sich als Vivi zu verkleiden. Allein schon, weil es Vivi ist. Allein schon deshalb. Ja, dann machen wir wohl die gleiche Strategie zum tausendsten Mal. Stellungsspiel, Stellungsspiel. Oh nein, du hast Schaden genommen. Ja. Roxas hatte nicht ganz die Attacke bloß, mit der ich gerechnet hatte. Ich dachte, ich könnte ihn dann mit dem Boden treffen. Und wir kriegen die MP vom Boden, bis wir wieder vollgeheilt sind. So wie auch ein paar Taler. Ja. Ein Hoch auf Taler. Yay, leider, auf Taler. Leider haben wir immer noch keinen Drop von denen gekriegt. Theoretisch haben die Dinger die Möglichkeit, uns neue Potions fallen zu lassen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben 0 Potions, soweit ich weiß. Ja, wir haben 0. Das ist weniger als 1. Das ist mathematisch korrekt. Ich finde schon, dass da zweimal derselbe Typ steht, innerhalb von 2 Metern Entfernung. Das war nicht sehr fleißig beim Programmieren. Ja. Kundenträger. Alright. Die Stimme kennen wir irgendwo her. Die haben wir schon mehrfach gehört. Die kannte man noch nicht, als man das Original Kingdom Hearts 2 gespielt hat, weil Channel of Memories keine Stimmen zwischen Sequenzen hatten. Ja. You know, Axel! Er ist wieder da. Woo! Dürfen wir wieder anfangen, Axel zu vermöbeln. Man, oh man. Even the dusks aren't gonna crack this. Die Dämmerlinge, ja, von denen haben wir sogar auch mal während 358,5 Tage gehört. Nee. This town is his creation, right? Which means we don't have time for a Q&A. Wie bist du überhaupt in eine kreierte Stadt von Diss reingekommen? Vielleicht kann er auch hängen. Vielleicht ist er auch Neo. Die sind alle Neo. Vielleicht ist er auch Morpheus. Müsste das dann nicht eher Roxas sein? Schwer zu sagen. Tja. Vielleicht ist er auch Tank oder Dozer. Nee. Nee, stimmt, die konnten nicht in die Matrix. Wir haben unser Schlüsselschwert weggeworfen. Das ist, glaube ich, ungünstig, wenn wir jetzt einen Kampf gegen Axel machen sollen, aber was das Ding teleportiert sich ja. Ja, wir sind nur 13. Wir frischen mal ein bisschen das Gedächtnis auf. Alles, was hier passiert, ist unglaublich verwirrend gewesen, damals, als Kingdom Hearts 2 rauskam. Was hast du denn dreimal im Bild? Mensch, Diss! Weil 358,5 Tage ja gar nicht existiert hat. Das heißt, diese gesamte Geschichte hier mit Axel und Roxas und er erzählt uns, wir sind Nummer 13 und hä? Haben wir alles nicht erfahren. Wir haben höchstens, wer sich daran erinnert, hat Twilight Zone halt mal in Chain of Memories gesehen, im Game Boy Advanced Spiel. Wir wissen halt irgendwie so ein bisschen, wer Axel ist, auch wenn wir seine ganze Geschichte nicht unbedingt kennen. Aber alles generell so ein bisschen kompliziert. Dadurch, dass wir halt 358,5 Tage kennen, wissen wir, Roxas ist auch Organisationsmitglied gewesen, bevor er hier eingesperrt wurde und bevor sein Gedächtnis wieder ausgelöscht wurde. Ja. Roxas hatte gerade fast gewifft. Da war ich nicht glücklich mit ihm. Ja, wenn er so in die Luft schlägt und, vorsichtig, nichts trifft, das ist ganz ungünstig. Ja. Nicht geblockt, ja. Und da sieht man, was passiert, wenn man es nicht schafft, seine Angriffe ordentlich zu blocken. Axel ist verdammt effektiv in seinen Angriffen. Komm, stirb! Axel, stirb! Ja. Jawoll! Da hat man Analyse gelernt. Ja, ich weiß nicht, warum es hier ist. Ich glaube, du weißt auch nicht, warum. Nee, man wollte halt einfach scheinbar nicht mehr für den ersten Boss und für Axel da haben lassen. Warum auch immer. Für Spieler, also hat man es halt woanders hingesetzt. Hey, das. Was ich schon anfangs mal gesagt haben wollte, die Bonuslevel, die wir von Bosskämpfen und anderen Storykämpfen wiederbekommen hatten, natürlich überhaupt nichts mit den Leveln zu tun, die wir durch EP bekommen. Das sind komplett separate Level, die auch komplett andere Boni geben und die auch nicht irgendwie beeinflussen, wie viel EP wir fürs nächste Level brauchen. Roxas! Wenn du ein Wort nur oft genug hintereinander sagst, dann verliert es irgendwann all seine Meinung. Wohl wahr. Roxas! Scheinbar ist das Anti-Chaos-Control. SpongeBob!
SpongeBob? Geister? Vivi ist gefallen. Ja, was ist gerade passiert? Scheinbar hat Heiner Penz Olette rufen ernsthaft unsere Umgebung wieder stabilisiert und ja, Dis und Excel rausgeworfen. Ja, es hat den Bug in der Matrix gefixt, scheinbar. Das war merkwürdig. Roxas! Yay, der neue Top-Struggler! Wir haben das Turnier gewonnen, aber wir sind noch nicht Champion. Ja. Weil wir haben Setzer noch nicht besiegt. Roxas? Setzer! Hauptsache, der hat genauso wie Gary seinen eigenen Fanclub. Scheinbar. Aber die fahren nicht in einem Auto mit ihm rum. Ja, leider. Außerdem hat er keine 10 Orden. Wohl wahr. Das hat er sie noch nicht gezeigt. Erfundene Orden von irgendwelchen Arenen, die gar nicht existieren. Ja, hier, ich habe diese 10 Orden, die es nicht gibt. Was? Soll mich das beeindrucken? Ja. Auf und nun zum Kampf um den Titel. Bist du bereit? Bist du bereit gegen Setzer anzutreten? Ich bin noch nicht bereit, oder? Ja, ich bin bereit. Ja, dann kann's wohl losgehen ins Duell gegen den finalen Champion. Ja. Kann nicht so schwer sein. Die vorherigen waren schon nicht so unglaublich schwer. Ja, schön fair kämpfen. Irgendwie sieht der Typ nicht so aus, als ob er fair kämpfen würde. Ich weiß nicht. Macht so einen Eindruck. Ja. Wollte ich sehen. Ja, möge der Bessere gewinnen. Genau. Ich bin mir sicher, dass der Bessere gewinnen wird. Wohl wahr. Ja, sag Ruxa. Nein? Gegen so ein Loser wie dich verlieren wir doch nicht freiwillig. Weiß nicht, es ist schon irgendwie ein verlockendes Angebot. Let me win and I'll make it worth your while. Also er würde uns auf jeden Fall eine Belohnung dafür geben, aber wenn wir gewinnen, kriegen wir einen Championship-Gürtel und können ihn über die Schulter tragen. Bragging Rights oder was auch immer er uns anbietet. Vor allem ein Jahr Bragging Rights für eine Welt, die nur noch ein paar Tage existiert. Ja. Wie auch immer du meinst, Setzer. Ja, was auch immer. Willst du sein Angebot etwa annehmen und das Match verlieren? Struggle, go! 100 Punkte gegen 100 Punkte. Gut geblockt. Oh mein Gott, er ist so stark mit seinem Angriff, ich komme gar nicht dazu anzugreifen. Oh nein, was soll ich tun? Ja, also oh nein, Hardcore. Das ist Setzer. Und Setzer ist von allen Gegnern, die wir haben, mit Abstand der Schwächste. Mit Abstand. Setzer macht kaum Schaden, Setzer nimmt massig Schaden und Setzers Angriffe sind mega offensichtlich. Ja. Ziemlich einfach. Also eigentlich nur, wenn man ihn mehrfach angegriffen hat und er schon massig Kugeln verloren hat, dann fängt er an auszuweichen und etwas stärkere Angriffe zu machen. Dann hat er übrigens auch einen sehr schönen Spruch, "This isn't what we agreed on", wenn er gegen dich kämpft. Weil er davon ausgeht, dass du sein Angebot angenommen hast und gegen ihn absichtlich verlieren willst. Ich finde übrigens auch, wie clever die Menge ist und überhaupt nicht dahin guckt, wo wir sind. Keiner guckt sich wirklich das unglaublich spannende Struggle-Match an, das da vorne vor sich geht. Das nur daraus besteht, dass Roxas die ganze Zeit deflected. Ja, Mensch, diese. Oh nein, wir haben verloren. Wieso ist es doch unentschieden? Ich wollte gerade sagen, wir haben verloren, weil es unentschieden ist? Ja, wo ist da der Sinn? Aus irgendeinem. Ja, Champion-Vorteil. Champion verliert bei unentschieden. Ah ja. Champion verliert bei unentschieden? Champion gewinnt bei unentschieden. Champion behält seinen Titel. Er muss verlieren, um seinen Titel zu verlieren. Bei unentschieden verliert er seinen Titel nicht. This is for you. Ja, die Story spielt ganz genau gleich mehr oder weniger weiter, ob wir gewinnen oder verlieren, nur dass man fürs Verlieren die bessere Belohnung bekommt. Ich weiß nicht, ich habe extra nie gegen ihn verloren, weil ich über die Bragging Rights hatte und wir kriegen den Championship-Gurt, der 20% Resistenz auf alle Elemente gibt, dafür halt keine Verteidigung oder sonst was. Ja. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist nur an diesem Punkt des Spiels nicht so gut, wie das Item, das du jetzt gekriegt hast. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass du später deutlich bessere Items bekommst und schmieden kannst als ja, den Championship-Gürtel. Aber das ist halt viel später. Ja, nicht so viel später, aber... Und wir kriegen die Kriegermünze. Erhöht die Angriffskraft ein wenig. Ja, wir kriegen stattdessen ein Item mit plus ein Angriff. Definitiv für den Anfang des Spiels deutlich nützlicher. Und die 4 Kristalltrophäe. Ja, Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert. Wer hat's erwartet bei einer Trophäe, die 4 Kristalltrophäe heißt? Dieses Spiel hat eine unglaubliche Tendenz dazu, Sachen 2 bis 4 Mal im gleichen Satz zu sagen. Ja, redundant kann dieses Spiel ganz besonders gut. Und wir sitzen wieder am lebensgefährlichsten Ort der Stadt. Apropos redundant. Die Uhr, die hoffentlich nicht schlägt. Jetzt hält er auch noch seinen Pokal. Jawohl, halt ihn weiter nach vorne. Zum Glück wiegt dieses Ding ja nichts. Ich sehe ihn schon da runterbaumeln. Ja, am besten werft die Dinger auch noch. Das ist eine gute Idee. Ja, genau das. Fall.
Fall. Ich wäre gefallen. Pence. Nicht nur, dass die Kugel runtergefallen wäre bei mir, ich wäre auch noch gefallen. Oh. Außerdem finde ich schön, dass er die Trophäe einfach auseinander nimmt. Ich würde sagen, haben wir gerade gewonnen, so zack, 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 jeder hat ein Kristall. Die anderen haben nichts dafür getan, aber ich teile die nächstes Jahr bestimmt auch nicht nochmal oder so. One more treasure for us to share. Ein weiterer, wie viel habt ihr denn bis jetzt? Wahrscheinlich tausende von Stielen von Meersalzeis. Wahrscheinlich. Ob da irgendwo ein Sieger bei ist? Ching! Wo in deiner Welt hast du die hergezogen? Und ja, ja, ich hab's gewusst. Hab's gewusst. Und Roxas ist tot. Nein, er ist ein Squeenix halt, ja. Stimmt, er nimmt keinen Fallschaden. Ja. Vergessen. Außerdem ist es seine Welt, er kann nicht sterben. Ja. Weißt du noch, als da stand, wie der Herrscher bei so und so viel Prozent, als diese Krisseldinger kamen? Ja, jetzt wird uns das nicht mehr angezeigt. Nee. Halb so wild. Spiel schon mal aufgegeben. Oh, hey. Oh, jetzt ist mein Controller wieder für eine Weile weglegen, weil Cutscenes. Es ist Kyrie, sie ist um einiges gealtert. Ja. Meine Güte. Ist schon weit her seit Kingdom Hearts 1, wa? Und das ist Kokosnusskopf. Sie hat einen Mori auf der Tasche. Scheinbar sind wir nicht mehr auf der Insel. Halt die Schnauze, Selfie! Niemand mag dich. Selfie, geh weg! Sorry. Also wir heute scheinbar nicht zur Insel gehen. Puh, die haben eine Stadt und einen Berg. Ich kann sagen, vor allem dieser riesige Berg, der im Hintergrund ist schön. Warum genau waren wir auf den Inseln? Weiß ich auch nicht. Bin ich sicher. Ich glaube nicht, dass du Riku vermisst. Was ist Niemand vermisst Riku. Was ist aus Riku geworden? Sora ist egal, aber was ist aus Riku geworden? Naja, wir wissen ja, dass Sora alle Leute vergessen haben, wegen der ganzen Erinnerungsgeschichte. Ja. Und Ruxas und Xion und... Ich werde übrigens niemals verstehen, warum zum Teufel bei japanischen Schuluniformen die Frauen immer diese winzigen Krawatten haben. In manchen Uniformen haben sie sich gedacht, ach, das sieht lächerlich aus, wir machen jetzt mal überlange Krawatten, ja, die man dann nur extra anhaften muss, damit überhaupt irgendwie an der Uniform halten. Ja, aber... Naja, ich verstehe sowieso, dass wir den Schuluniformen nicht so richtig, da wir sie hier nicht haben, aber... Soll gegen Diskriminierung helfen. Ja, angeblich. In einem Land, das mit die höchsten Mobbing- und Selbstmordraten in Schulen hat. Gute Arbeit. Ja. Funktioniert gut, das System. Daumen hoch. Alle beide. Ja, die Leute finden immer was zum Diskriminieren, wenn er dann halt wenn du nicht mehr an Klamotten diskriminieren kannst, dann diskriminierst du halt, ja, weil die nicht das neueste Handy haben oder weil die nicht die neuesten CDs hören oder sonst irgendwas. Irgendwas findest du immer zum Diskriminieren. That's not my name. I'm Kyrie. Kyrie. I know you. Scheinbar kann er mit Kyrie reden. Telepathisch. Wer? A name. I'm Roxas. Okay, Roxas. Aber wie heißt er? Dein Name interessiert mich nicht. Halt die Klappe, Roxas. Ja, aber ich fall gerade von einem Uhrturm. You don't remember my name? Oh Gott, Zoran meldet sich. Oh mein Gott. Das ist erstmal, dass Zoran in diesem Spiel vorkommt. Zumindest der Stimme. Starts with an S. So, aktiv. Aha. Bis jetzt ja nur in Rückblick-Cutscenes, sie zählen nicht. Sebastian? Siegfried? Simba? Hm. Mir fallen keine guten Vornamen mit S mehr ein. Scheinbar ist Kyrie einfach kollabiert. Are you okay? Ich meine, dass Menschen in diesem Spiel kollabieren, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Roxas passiert das auch regelmäßig. Ja. Sora auch während sie im ersten Spiel, ab und an mal. Eben, also scheint ja nichts Neues zu sein. Guck mal, da sind die Inseln. Was, die Insel ist wirklich direkt neben dem Festland? Ja. Wie konnten wir das Festland nicht sehen? Gott, das ist sogar direkt gegenüber von dem Strand, an dem wir andauernd waren. Ja. Was zur Hölle? Das muss man eigentlich sehen können, das Festland, von da aus. Es sei denn, unsere Charaktere sind extrem kurzsichtig. Tektonische Plattenverschiebung, oder wie wollen wir das erklären? Naja, die Welt ist ja zersprengt worden und ist dann neu zusammengesetzt worden. Da haben wir das Festland dann mal neben die Insel gebaut durch. Ja, irgendwer hat ja beim Puzzle ein bisschen versaut. Hat einfach so feste draufgehauen. Und sie war dann das Festland. Da auch. Kyrie. Selfie, halt die Schnauze, was tust du denn überhaupt? Kyrie ist gerade ernsthaft damit beschäftigt, sich an Sora zu erinnern. Ja. Meine Güte. Außerdem kommst du danach in diesem gesamten Spiel nicht mehr vor. Selfie, verschwinde. /Spoilers. /Spoilers. Sie kommt nicht mehr vor. Verschwinde. Es ist eine Flaschenpost-Selfie. Ist das so schwer zu sehen? Jesus. Warum existierst du überhaupt? Hör auf zu existieren. Ich find's schön, dass ihr einfach auf die Idee kommt. Ja, ich schmeiß mal eine Flaschenpost aus, dann passt schon. Ja, vor allem, diese Flaschenpost kommt bestimmt bis zu der Insel da vorne. Ich würde wahrscheinlich wieder am Strand, weil ich da weiter angespielt werden. Nee. Flasche, aber naja.
Selbst wenn die nicht da angespült werden würde, wo die gerade ist, was wahrscheinlich so würde, dadurch, dass die Insel da vorne ja auch nochmal einen eigenen Strand hat, wo die Sachen angeschwemmt werden, so wird die dann auf jeden Fall landen. Außerdem bekommen wir jetzt doch wieder unsere Wiederherstellung. Bei 79%. Oh mein Gott, es macht tatsächlich Fortschritte. Scheint kein Windows-System zu sein. Wir gehen langsam aber sicher auf das Ende zu. Hashtag Shots fired. Wenn es doch ein Windows-System ist, dann wird es bei den letzten paar Prozenten sowieso jetzt noch mehrere Stunden hängen. Bei 99% noch ein paar Tage hängen. Da ist immer der gleiche drauf. Ich sehe immer nur denselben Ladebalken des. Du machst doch überhaupt nichts. Du tust doch nur so, als würdest du was tun. Vielleicht ist das auch kein Ladebalken, sondern der Balken von irgendeinem 3-Sekunden YouTube-Video, das er die ganze Zeit auf Autoplay gestellt hat. Der hat uns auch noch unseren Kristall geklaut. Also irgendwie so ein witziges Katzenvideo oder so. Das kann natürlich sein. Diese ganzen Matrix-Dinger, die er durchlaufen hat, das sind alles Katzenvideos. Ja, bei Diz kann ich mir das vorstellen. Der nichts Besseres zu tun hat. Der holle Troll. Ja. She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him. Eigentlich kann sie mehr nur mit den Erinnerungen umgehen und dadurch halt die Herzen manipulieren. Die kann die Herzen nicht direkt manipulieren. Na, egal. Ist dasselbe. Wenn du über die Erinnerung die Herzen manipulieren kannst, kannst du praktisch gesehen auch die Herzen. Wir haben uns auch gar nicht vorgestellt. Wir arbeiten jetzt seit einer ganzen Weile miteinander. Wer bist du eigentlich? It's Ansem. Dun dun dun. Hä? Das kann er nur witzig finden. Ich weiß, dass ich damals bei Kingdom Hearts 2 erstmal da gesessen habe. Hä? Ja, als ich das gespielt habe, habe ich auch gedacht, Moment. Ich meine, wir hatten Chain of Memories damit verlassen, dass Sora schläft und dass Riku mit dem König ausgezogen ist. Und er hat Ansem besiegt und er hat Ansem halt in sich absorbiert. Ja. Das war das Letzte, was wir wussten. Er hat die Dunkelheit in sich akzeptiert, mehr oder weniger. Ja, und absorbiert. Übrigens, Cutscene, die in der japanischen Version von Kingdom Hearts 2 Final Mix keine Synchronstimmen hatte, weil sie für den Final Mix neu war. Ja, bei uns war sie gar nicht im Spiel. Im Final Mix war sie dann neu, aber nicht gevoice-acted, weil man nicht das Geld ausgeben wollte für die amerikanischen Voice-Actor. Und deshalb uns dann am besten gar nicht gevoice-acted, weil es irgendwie komisch gewesen wäre, überall englische Cutscenes zu haben und dann so ein paar japanische mittendrin. Ja. Alter, meine Haare! Ich meine, es hat nichts an den Haaren geändert, die du siehst, aber es hat offensichtlich Haare weggehauen. Man kann die Frisuren von Charakteren in Spielen und Serien einfach nicht ändern. Außer es handelt sich mal wieder um eine Ich-werde-erwachsen-Szene und man muss sich die Haare kurz schneiden. Ja, es ist eine Persönlichkeitsveränderung. Ja. Ja. Außerdem schmeißt man nicht einfach so mit Lanzen und man schießt auch nicht einfach mit Laserstrahlen in geschlossenen Räumen. Ich warn dich, du machst, was ich sage, ansonsten wirst du auch so ein Dämmerling, der rumtanzt und... Brauchtest du die Organisation 13 nicht für irgendwas? Todescloud, ja... Ich weiß auch nicht, der scheint in letzter Zeit sehr viele Mitglieder zu verlieren in seiner Organisation. Ja, aktuell ist er bei minus 6, also... Dann wäre er bei minus 7. Ja, aber bleibt nicht mehr so viel langsam. Wenn Axel auch noch weghören würde, wäre er bei minus 7. Von 13 wäre nicht so gut. Ja, ist die Organisation bei Geschichte. Ja. Aber die Organisation war jetzt in den letzten zwei Spielen so wichtig, die kann doch unmöglich in diesem Spiel schon draufgehen. Das wäre merkwürdig, wenn die gesamte Organisation in einem Spiel draufgehen würde. Was ist passiert? Das ist ja nur die letzten Tage jeden Morgen passiert. Ja. Nur, dass er bis jetzt nicht gestorben ist jeden Abend. Wohl wahr. Tja, das ist schwer auseinanderzuhalten zugegebenermaßen, wenn man in einer virtuellen Welt lebt, die für einen kreiert wurde und wo einem alle nur zugucken. Aber was jetzt jedes Mal irgendwie kollabiert und dann irgendwie in seinem Zimmer aufgewacht. Erinnert einen so ein bisschen an Shadow of the Colossus. Ja. Umfall, hey, wieder im Bett aufwacht. Hey. Aber wenn Wanda umgefallen wäre und Hayna Pence Olette geschrien hätte, hätte ich ihn geschlagen. Ja. Juhu, wir sind wieder am üblichen Treffpunkt. Ja, da waren wir noch nie. Hält Hayna sich gerade die Ohren zu oder was macht er da? Ja, wenn so ein Zug direkt über dir langfährt. Was willst du? Vielleicht hat Olette sie auch irgendwie angeschrien und deshalb hat sie die Ohren zugehalten. Außerdem macht sie Schmoll. Pummeluff! Rondudu! Jigglypuff! Yesterday, I fell off the station tower, didn't I? Ja, du bist gestorben. You wouldn't be here if you did. But man, that was a close one. Die anderen erinnern sich natürlich nicht dran. Das ist nie passiert. Stop changing the subject. Warum ist sie so auf Heiner wegen dem Themawechsel? Wir brauchen, ist denn das Thema gewechselt? Wir brauchen wieder ein Tagesquest. Ja. So, anybody got any bright ideas for a topic?
Aufsatz schreiben. Das Struggle-Turnier? Das Struggle-Turnier scheint ja das Interessanteste zu sein, was in der Stadt passiert ist. Wie wär's mit dem Fotodieb? Ja. Und Bindestrichen. Alles sehr interessante Themen, über die man schreiben könnte. Ich glaube, die Dinge waren einfach nur merkwürdig, seitdem Roxas da ist. Ja. Tja, dann werden wir wohl die ganzen interessanten Dinge dieser Stadt aufklären. Ja, aber erst morgen. Erst Sea Salt Ice. Ja, erst holt er allen Eiscreme. Das ist immer das Wichtigste. Ja, Nom. Ich wette, die haben einfach irgendwo überall in der Stadt Stashes. Wahrscheinlich. Im Fall von Sea Salt Ice Cream Notfällen. Ganz genau. Du machst uns halt dieses seltsame Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ja, natürlich. Ihr kennt doch die Treppe am Abendrotbahnhof. Nein, kennen wir nicht. Wir waren noch nicht am Abendrotbahnhof. Und wer nennt denn überhaupt Abendrotbahnhof in Twilight Town? Wir wissen es nicht. Wir benutzen die doch andauernd, ohne groß darüber nachzudenken. Ist eine Treppe. Aber das ist das Seltsame daran. Die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Soll das jetzt irgendwie eine gruselige Geistergeschichte sein oder sowas? Im Ernst? Gut, dass es Idioten gibt, die sowas... Fragezeichen, Ausrufezeichen, Box mit Stacheln? Wenn es keine Idioten gäbe, die sowas glauben, gäbe es Nessie nicht. Oder Bigfoot. Oder den Yeti. Wohl wahr. Hashtag Shots feiern. Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie... Die 7 Wunder von Twilight Town. Klingt nach Unsinn. Viel, viel Unsinn. Ja. Du meinst, wir sollen für unseren Aufsatz etwas darüber rausfinden? Nein, schreib mal was Vernünftiges. Wie das Struggle-Turnier, an dem du gestern den dritten Platz gemacht hast. Ja. Pens. Oh, du Pens, du bist ein Genie. Jetzt wissen wir auch, dass das Pens ist. Endgültig. Ja, das war schon vorher eigentlich relativ klar, aber ja. Vielleicht machen ja noch mehr solcher Gerüchte in die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Okay. Olette und ich hören uns nach neuen Gerüchten um. Gut, dass sie nicht gefragt wird zu ihrer Meinung. Die redet ja auch so gut wie nicht. Komm, Olette. Du hast keine Meinung. Ist sie dein Hund? Offensichtlich. Beifuß. Bleiben nur noch wir zwei übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof und mit dem Zug ins Abendrotviertel. Hoffentlich kostet der nichts. Ja, der Trip zum Strand schien hier recht teuer zu sein. Da müssen wir erstmal wieder Minispiele spielen. Ja, wir sind am Treffpunkt wieder angelangt und der nächste Tag hat begonnen. Das heißt, es wird wieder mal Zeit für eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mit Mr. Dogstreet fahren werden. Zum Abendrotviertel. Ich bin gespannt, es könnte ein neues Gebiet sein, das wir erkunden dürfen. Vermutlich. Außer, das ist wieder zu faul, genau, zu programmieren. Es sei denn, das ist halt nicht einprogrammiert. Also bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.